jetzt vielleicht in dem Zusammenhang, der ist jetzt zu Düren. Da war ja auch lange Zeit mit da oben dabei gewesen. Mhm. Auch fantastische Kulisse, ne? Und dann am Ende in der Nachspielzeit 2-1 gewonnen. Das war ja für uns Alemannen war das ja Honig, ne? Ist so. Jetzt liest man in der Zeitung, dass die auch Gehälter nicht bezahlt haben und so, ne? Wie nehmt ihr das so wahr von außerhalb? Ist ja jetzt, ich sag jetzt mal, Derby, Nachbarschaftsduell, ja, aber kriegt er da sowas mit? Also ich sag mal so, es ist natürlich immer schwierig, über andere Vereine zu sprechen und man muss das immer mit sehr viel Respekt tun, weil viele Vereine einfach, jeder andere Verein, wo Ehrenamtler, wo ganz viel gemacht wird, diesen Respekt verdient haben. So, erstmal ein Urteil, das sind ja, es gibt ganz viele Gerüchte. Ne? Ganz oft ist das ja genau, so, ne? Wo ganz viele Gerüchte sind, ist auch irgendwo immer ein wahrer Kern. Ne? Möchte ich mal so vorsichtig sagen. Ich kann das auf Alemannia Aachen übertragen. Wenn ich mir vorstelle, ja, dass wir vor 600, 700, 800 Zuschauern spielen würden, ich weiß, wie schwer es ist, hier Sponsoren zu bekommen, zu akquirieren. Auch wenn in Zeiten, wo es gut läuft, kommt nicht jeder an und sagt, hey, guck mal hier, ich werfe dir das Geld hinterher. Dann kann man sich vorstellen, dass wenn man so eine Mannschaft auf dem Platz stehen hat, und ich glaube nicht, dass jeder kostenfrei spielt, weil er sagt, hey, das ist mein Traum, in Düren zu spielen, dann glaube ich einfach, dass es durchaus schwierig ist zu wirtschaften. So, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt sehr vorsichtig umschifft, diese Baustelle. Ich kann mir vorstellen, dass wenn bei uns am Tivoli-Gehälter nicht gezahlt werden, dass sich eine Presselandschaft komplett draufgestürzt hätte. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich irgendwo in einem kleinen Ort irgendwo ein bisschen was Fußball spielen möchte, ne, in Anführungszeichen. Und dann kommt, ja, ich sage einfach mal, da ist die Pressearbeit ja sehr, sehr überschaubar und liebevoll, so möchte ich es nennen. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich will ich da gar nicht mehr zu sagen, sondern ich glaube, es ist unglücklich, wenn Spieler auf ein Gehalt warten. Ich glaube, wenn man drei verschiedene Gründe dafür liest, der Friseur war krank, der Notar war nicht früh genug und sonst was, dann ist das komisch, aber das ist ein Umfeld, was wir nicht bewerten müssen und schauen mal, was da in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht passiert. Ich glaube, dass da ganz viele Leute sind, die eine ganz tolle Arbeit leisten. Ja, ich war sehr begeistert vom Carsten Wissing, als er hier war. Ich kannte ihn vorher nicht und immer nur aus Ausschnitten aus dem Fernseher oder bei Sport Total oder sonst wie. Und habe ihn hier erlebt, ein ganz kurzes Gespräch auch geführt. Finde, das ist ein total sympathischer, engagierter Mensch und muss er einfach sagen, wünsche mir, dass solche Menschen natürlich dann auch im Fußball ja irgendwo im Umfeld bleiben oder dass er Geschäftstrainer da wird oder sonst wie. Ansonsten glaube ich, dass es nach Boris Schommers nie einfach ist für so einen Verein. Ich glaube, jetzt haben wir genug über Düren gesagt. Vielleicht abschließend, ich meine, bei uns war es ja auch so gewesen, als die ganzen Spieler vorgestellt worden sind und hat man ja auch gesagt, oh, hoffentlich geht die Alemannia nicht insolvent, die geht all in, ne? Ist ja auch immer hier gesagt worden, ne? Und das ist, hoffentlich geht das mal gut. Ne? Ja, ich sag mal, diese All-In-Thematik, die wurde natürlich von einem großen Konkurrent von uns immer wieder reingeworfen. Ja, ich muss da immer so ein bisschen schmunzeln, das ist ein Konkurrent, die haben bis Ende Oktober eigenes Geld und danach bezahlt irgendein großer Gönner, ne, die Rechnungen da. Deswegen finde ich das immer, ich muss sagen, das ist mir auch so ein Dorn im Auge, wenn ich von solchen Leuten kritisiert werde. Aber ehrlich. Wir sagen jetzt nicht, wer das ist, ne? Nein. Es stört mich aber auch nicht. Und nochmal, ich glaube, da ist die Rechnung zuletzt beglichen worden und da fangen wir, dann machen wir uns auch gar keine Gedanken mehr drüber. Ne? Also, ich kann nur jeden immer beruhigen. Wir gehen hier in keinster Weise, ja, in keiner Weise heißt es eigentlich, genau. Gehen wir all in. Wir machen alles mit sehr viel Bedacht. Wir machen alles. Natürlich hilft uns dabei massiv 7.000 Dauerkarten, die wir jetzt überschritten haben. Wir zwei zittern ja schon mal. Ich wollte gerade sagen, der Arm gibt schon ein bisschen. Also ich hoffe, dass von ganzem Herzen, dass wir das erreichen, weil auch diese Marke wird in ganz Deutschland wieder wahrgenommen, dass ein Regionalligist so wahnsinnig verrückt ist und so viele Dauerkarten. Das hilft uns natürlich. Es hilft uns jedes Mal, wenn dieser Businessbereich da oben ausverkauft ist. Es hilft uns jedes Mal, wenn Hömmele-Karten auch sonst verkauft werden. Das ist natürlich etwas, was ganz toll ist.
ja, und wir haushalten damit vernünftig, das kann ich nur jedem Öscher immer nehmen, diese Sorge, dass wir da irgendwo Schweinereien oder Blödsinn machen, und das wird es hier nicht geben am Tivoli. Hast du jetzt durchgeatmet? Genau. kommen wir zum anderen Thema, und zwar Sesame, ne? Alle für den Verein. Mhm. Und da gehören ja auch die Ultras dazu, da gehört der Normalo-Fan dazu. Mhm. Und über die Ultras, da streiten sich ja auch die Geister, wenn wir denken, Pyroshows, Geldstrafen, die der Verein zahlen muss deswegen. Dass ihr die, sage ich jetzt mal, nicht im Griff bekommt. Ne? Wir haben es gesehen bei Fortuna Köln und so. Ich hatte früher auch mal immer so eine Einstellung gehabt, ne? Ultras braucht kein Mensch. Ne? Habe ich jetzt geändert, die Meinung, ja, seit ein paar Monaten nicht, Jahren schon. Ne? Weil auf der anderen Seite, die machen auch viel soziale Sachen, ne? Die man ja auch nicht so unbedingt sieht. Und wie kriegt ihr das als Verein so unterm Hut, ne? Wenn du die Ultras auf der einen Seite hast, die normalen Fans auf der anderen Seite, und dass das natürlich Geld kostet. Wie kriegt man da diesen Mittelweg hin? Es heißt ja immer, oder von Anfang an gab es ja immer so diese Kritik, dass wir der Vorstand der Ultras wären. Ne, ihr seid doch von Ultras gewählt worden. Ja, oder so. Ne? Das, wo ich immer sagen muss, dass man von Menschen gewählt wird, weil man Menschen überzeugt, weil man mit Menschen spricht, weil man mit Menschen wenn man auf Menschen zugeht. Und für uns, ich hasse nichts mehr als so Einteilung von Gruppen von Menschen. Ja, in der Politik ist es ganz viel, du wirst, es wird ja nicht mehr gute Idee, schlechte Idee, sondern es kommt ja immer, von wem kommt die Idee. Ne? Links, rechts, ne? Und so weiter und so fort. Ich halte sowas für diese Spaltung in jeglichen Bereichen, Schubladendenken. Ne? Das ist immer etwas Schlechtes. Ich kann ein blödes Beispiel nennen, als es überhaupt nicht lief. Und es lief gar nicht, und dann ist das Oberhausen-Spiel gekommen. Und da haben wir einen Termin mit einer Ultragruppe gehabt. Da haben wir regelmäßig, wir tauschen uns aus. Es gibt verschiedene Sachen, welche Aktionen gefahren werden sollen und sonst was. Und die erste Frage, und die waren genauso angepisst wie jeder andere Fan, über das, wie es gerade da lief. Die erste Frage, und da war man schon fast gerührt worden, war, bevor wir, man muss auch ganz ehrlich, auf so einen Termin hast du gar keinen Bock, wenn du weißt, jetzt gleich streitest du dich eine Stunde oder anderthalb. Ja. Ne? Und das ist die erste Frage von den beiden. Sascha und ich waren dabei, sag mal, wie geht es euch eigentlich? Dann guckte man sich erstmal um, ne? Und dieses auf dieser menschlichen Basis einfach dieses, geht es euch gut, ihr kriegt es ja gerade richtig, Entschuldigung, auch wieder in die Fresse und sonst was, wie geht es euch eigentlich? Ne? Und da muss man nochmal sagen, das ist doch vollkommen Wurst, ob jemand ein Ultra ist, ein Ultra, dieses Wort, das sind alles Fans, ja, und wir sind alle Mann. Und diese Trennung und diese Spaltung gibt es in keinem anderen Club oder in wenig anderen Clubs, wo ich das sehe, die so extrem ist. Ja, wenn der singt, singe ich aber nicht mit. Ne? Oder so ein Schwachsinn. Oder diese, es gibt eine Gruppe an Fans, die erzählen immer, wie toll und laut und toll, sonst was es früher am Tivoli war. Jeder konnte singen und sonst. Jeder kann immer noch singen. Fang doch an zu singen, und es wird schon, wenn er toll ist und schön ist und genug Leute das schön finden, was du singst, singen die doch mit. Genau, so mit. Und ich verstehe halt einfach nicht, wieso man immer. Man pickt sich immer nur diese schlechten Sachen raus, Rosinen raus. Natürlich, eines dieser Geschichten ist Pyrotechnik. Pyrotechnik ist verboten, und deswegen ist das schädlich für den Verein, und deswegen ist das etwas, wo wir als Verein nicht für sein können. Aber ich wehre mich auch, und das hat, glaube ich, auch einer sehr schön gesagt, gegen diese Kriminalisierung von Menschen, wo du dich hinstellst und sagst, ja, die, um den Finger drauf, die waren, weil im Gegenzug, es geht keiner hin und sagt, die sammeln jetzt wieder für ein Kinderheim, die, ne, stehen bei der Suppenausgabe, die machen, ne, und so weiter das, und so das, fort. Das, ne? Genau, das vergisst man nämlich. Und das ist halt etwas, wo ich sage, haltet doch einfach zusammen. Ne? Und das ist dieses wir sind nur stark als Alemannia Aachen, wenn wir, egal ob wir auf den Leder sitzen, auf der Business-Tribüne, ob wir auf den Sitzplätzen hinten auf der Gegentribüne oder die Stehplätze, ob da ein Ultra oder ein anderer Fanclub ist. Wir sind nur stark, wenn wir als Einheit auftreten und nicht, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen. Wir haben gesehen, wo irgendwann mal vor einigen Jahren, da dann die Presse auch noch kräftig, auch da war dann die Einteilung links und rechts und sonst was, was passiert ist mit der Fanszene, wie schädlich das für eine Vereinskultur, für einen ganzen Verein gewesen ist, was man heute noch an auch schwachsinnigen Berichten, ja, online findet, wo ich einfach sagen muss,
ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie ein Fanproblem haben, weder auf einer politischen Seite noch auf einer anderen Seite. Sondern ich glaube, dass wir manchmal bei Leuten ein Kopfproblem haben, die ihr eigenes Ding gerne durchziehen möchten und das andere Ding von anderen Menschen nicht akzeptieren können. Und da spreche ich alle an. Ja, und das ist etwas, wo ich einfach sage, wenn wir alle einfach ein bisschen offener sind, wenn wir alle einfach versuchen, einen unfassbaren, oder samstags hier aus dem Stadion zu gehen oder freitags, und einen unfassbar, wir laufen eine Mäuse, ich weiß, und einen unfassbaren Support gehabt haben, wie es gegen Düren war, man darf eigentlich gar kein Spiel rausnehmen, ne, weil, wie es bei so vielen Spielen war. Ich glaube, das ist das doch, wovon alle leben, ne, wovon alle zehren. Und wie oft haben sich, und da nehme ich, glaube jeden Ultra und auch jeden, also, ich nenne es mal Normalo-Fan, Einzelfan, Fangruppen, sonst, wie oft hat man sich die Szenen angeguckt? Die drei Freistöße von Anton Heinz. Wie oft hat man sich angeguckt, den Last-Minute-Elfmeter? Wie oft hat man sich das Spiel Lippstadt angeguckt? Das ist doch, diese in Emotionen, Ekstase und in der Liebe zu diesem Club sind wir doch alle vereint. Und das ist doch das, was wichtig ist. Wir hatten jetzt gerade technische Probleme gehabt. Aus irgendeinem Grund ist die Kamera ausgegangen. Sie war zu heiß, habe ich bis heute nie gehabt. Gut, scheiß Kamera anscheinend. Heißer Interviewpartner. Oder heißer Interviewpartner, heiße Themen. wir steigen nochmal ein mit den Ultras. Vielleicht ergänzen dazu noch, man sieht ja auch, ne, die machen Becherspenden. Mhm. Das wird dann für die Jugend gemacht oder für sonstige sozialen Projekte und das nehmen aber die wenigsten dann wahr, komischerweise. Ne? Also es ist ja immer so, dass das Negative, das ist dann immer im Vordergrund. Es ist ja auch viel einfacher, mit dem Finger zu zeigen auf Sachen, die nicht gut sind, die nicht funktionieren, ja, anstatt mal irgendwo mit Power auch irgendwie was Gutes mitzutragen. Ne? Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn alle zusammenhalten, ist das das Beste für Alemannia Aachen. Und diese Einteilung in Gruppen finde ich blödsinnig und lächerlich. Und die da drüben und wir hier vorne oder sonst was, zusammen müssen wir da durchstehen und zusammen schaffen wir die Ziele und dann gehen wir alle zusammen auch glücklich nach Hause. Ja. Vielleicht noch so zwei letzte Fragen, und zwar, das gibt es ja bei der DFL, diesen Investorendeal. Wie siehst du das? Ist das irgendwann auch so ein Thema? Ich meine, gut, doch nicht Thema für Alemannia, aber Investoren generell so, wie ist so eure Haltung? Also grundsätzlich ist das Thema Investoren, alles was du hast als Verein oder als Liga oder sonst was, kannst du nur einmal verscherbeln. Und ich nehme das blöde Beispiel, als wir angefangen haben bei Alemannia Aachen, also als wir gerade zum Vorstand gewählt worden, Aufsichtsrat und Präsidium, da ging es darum, dass die Idee irgendwo ausgearbeitet wurde, davor, ja, die uns dann präsentiert wurde, dass man eine KGAA aus der Alemannia macht. Das heißt, eine Aktiengesellschaft letztendlich, ne? Wo Aktien ausgegeben werden sollen, um Kapital zu kriegen, weil es keinen anderen Weg gab, Alemannia Aachen wieder Gelder zu besorgen und dass wir nochmal nach oben kommen. Wenn wir heute, anderthalb Jahre später oder zwei Jahre später gucken, dann haben wir ein Plus seit diesem Moment, ein Jahresplus von 1,5 Millionen erwirtschaftet. Wenn wir jetzt die, ich sag mal, 3 Millionen oder was damals die Aktien bringen sollten, wenn wir diese dann genommen hätten, dann hast du aber, keine Ahnung, wie viele Prozente an Alemannia Aachen rausgegeben, ja. Die du ehrlicherweise, die du nie wieder kriegst, die weg sind. Und dann gibt es dann dieses Modell, was auch Borussia Dortmund fährt, die ja immer wieder neue Aktien produzieren, wenn die Geld brauchen. Ja, das ist für mich ein Beschiss am Fan und sonst was. Ja, das ist etwas, was ich total vorspreche. Können wir nicht einfach gucken, dass wir andere kreative Wege finden, besser arbeiten, mehr Leute nachher holen, eine bessere Außenwirkung erzielen, eine bessere, ich sage mal, Publicity, ne? Und das, dafür ist das so wichtig, was am Tivoli los ist, dass wir in ganz Deutschland, dass die Leute sehen, oh, was geht denn da in der Regionalliga West? Ne? Wie verrückt sind denn die? Ja, und darüber würde ich, das ist mein Favorit, darüber Gelder zu generieren. Ne? Dieser Ausverkauf von irgendwelchen Sachen und nachher
Das ist nicht meins, ich würde das nicht machen. Lasst auch den Fußball, der Fußball gehört den Menschen. Ja, das ist wieder so ein bisschen Fußballromantik. Ja, ne? Dieser Ruf nach diesem Weg des geringsten Widerstandes, oh, lasst uns noch einen Investor nehmen, der schüttet uns halt mit Kohle zu. Ne? Und ja, weil das, wenn das nicht funktioniert. Ja, weil das, ich sage einfach mal, wenn du dann trotzdem irgendwo rumdümpelst, weil Geld heißt ja noch lange nicht, wenn du einmal 3 oder 4 Millionen bekommen hast, dass du dadurch aus dieser Liga aufsteigst und sonst was, sondern es geht immer um Arbeiten und ich glaube einfach, dass es da bessere Lösungen geben muss. Weil der DFL, keine Ahnung, also ich sag mal, das allerletzte ist, wenn jemand von einem Verein mitbekommt, hör mal, du sollst für Nein stimmen und dann für Ja stimmt. Man hörte ja sowas, dass das in Hannover passiert sein soll. Da muss man diesen Menschen vom Hof jagen, das ist leider so. Ja, das ist etwas, das ist das allerletzte. Du bist Vertreter, ja, immer von den Menschen, die dich wählen. Das zählt bei unserem Staat. Ja, ein schlechtes Beispiel, aber wenn, das zählt für jeden Fußballverein. Und wenn du dich dann gegen deine Wählerschaft stellst, dann gehörst du vom Hof gejagt. Ne? Und das ist einfach etwas, wo ich einfach glaube, es ist für mich so ein bisschen Ausverkauf und du kannst nicht immer mit immer mehr Geld und immer mit fremdem Geld und immer 98 Anstoßzeiten und sonst was, da machst du irgendwann den Fußball kaputt. Und das ist meine Meinung zu dem Thema. Ich weiß, dass da Leute gibt, die anderer Meinung sind, die meinen, ach, wir brauchen das aber, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ich glaube, um konkurrenzfähig zu bleiben, da musst du erstmal wieder als DFB hingehen und sagen, es geht worum? Es geht um Leistungsgesellschaft. Ja? Es geht um Siege, es geht um Geilheit auf Gewinnen, es geht um verschiedene Themen, die in der Wertetabelle wieder anders gepolt werden müssen. Ja? Und nicht dieses, oh, ich kann nicht absteigen, die Jungs, die sollen sich entwickeln ohne Druck und sonst was. Entschuldigung, das ist für mich so etwas, das passt auch wieder in die komplette Gesellschaft. Ne? Also entweder, also ich bin ein ganz großer Fan von dem Wort Leistungsgesellschaft und in jeglicher Ebene sollte Leistung das sein, was zählt. Und ob ich ein NLZ habe oder ob ich eine hervorragende Jugendarbeit, wie gerade bei Alemannia Aachen mache, ja, weiß ich nicht, warum ein NLZ nächste Saison nicht mehr absteigen kann in der A-Jugend oder aus der A-Jugend. Das halte ich für vollkommenen Schrott. Ja, du spielst Fußball dafür, dass du dich mit anderen messen kannst. Du spielst Fußball dafür, dass gute Arbeit belohnt wird, dass harte Arbeit belohnt wird. Dass, ja, und ich weiß es nicht, aber das ist so meine Einstellung zu diesem ganzen Thema. Ich sehe das sehr, sehr kritisch, was da passiert und ich sehe auch sehr kritisch diesen Ausverkauf. Ne? Nochmal, Alemannia Aachen gehört zu 100%, ja, ist das zu 100% Alemannia Aachen, also zu 100% gehört das im e.V., der die GmbH ausgebiert, 100% e.V. Und ich glaube, das ist das Modell, was viele sich zum Vorbild nehmen sollten und einfach vielleicht ein bisschen härter arbeiten, dass man... ja, sorry, also... Dirk die Vierte. Irgendwie die Kamera, die mag mich nicht mehr. Es ist unfassbar. Ja, die will wahrscheinlich auch im Weihnachtsurlaub gehen. Vielleicht nochmal abschließend zu den Investoren. Wir wissen nicht ganz genau, wo es abgebrochen hat. Ich sag mal den letzten Satz nochmal. Ein großes Problem im Fußball ist ja auch, dass du Geschäftsführer, dass du verantwortliche Leute bei so einem Verein, die holst du von extern, die haben gar nichts mit deiner Stadt, mit deinem Verein, mit den Menschen in der Region zu tun. Die kommen an und die werden ja nicht danach gemessen, was baust du langfristig auf, sondern die sagen, boah, guck mal hier, ich bin jetzt 3 Jahre da und dann habe ich vor, ach guck mal, lass uns schnell mal irgendwo 5 Millionchen einnehmen oder 4 Millionchen, ne, mit so einem Investorendeal, das geht ja dann schnell, oder Aktien oder sonst was. Und sagen dann, oh super, eingenommen, damit vielleicht einen Aufstieg geschafft und in der Vita von denen taucht nur auf, ja, ich bin einmal aufgestiegen mit diesem Verein, ich habe die hochgeholt. Dass die aber 25% oder sonst was von deinem Verein, von dem, was es nur ein einziges Mal gibt, verkloppt haben, verscherbelt haben, versonst was, das kommt ihnen oder das ist halt so nicht da. Und da finde ich einfach, musst du anders arbeiten und du brauchst Leute, die aus der Region sind oder die in der Region verwurzelt sind. Blödes Beispiel, ein Sascha mit seinen Kindern oder Familie, die hier leben. Vorstand, Präsidium ist es sowieso so, dass die Leute hier leben. Ein Erdal, der hier aus der Region kommt. Und. Ja, das ist einfach, deswegen auch damals die Idee, vor der Saison, die Jungs hier aus der Region wieder nach hier zu holen, die schon mal da waren oder sonst was, weil die einfach ein Herzblut für diesen Club haben sollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und deswegen, diese Investorengeschichten sind immer schön und gut, aber aus meiner Sicht nicht besonders nachhaltig. Und das ist halt das, weshalb ich da strikt gegen bin.
Der Weg gefällt mir auch sehr gut, den ihr gewählt habt. Vielleicht zuletzt, was gibt es Ideen für 2024? Was erwartet uns vielleicht noch mit der Alemannia? Außer dem Aufstieg natürlich. Aber in Belek Trainingslager. Ne? Letztes Jahr gab es ja schöne Videos, die ihr mir zukommen lassen habt. Fand ich ja wunderbar. Jetzt habt ihr eure eigene Presse-Leute ja dabei. Was gibt es noch, was ihr vielleicht uns noch verraten könntet? Was passiert noch bis Mai bei der Alemannia? Also erstmal plädiere ich dafür, dass bitte irgendwelche Kanalsponsoren hier neue Kameras ermöglichen. Nein, was ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, das Umfeld größer zu machen, nachhaltig zu arbeiten, ja, dass wir gucken, dass unsere Jugendmannschaften, ja, dass unsere B-Jugend aufsteigt, das wäre ganz toll, dass unsere A-Jugend in der Bundesliga bleibt, dass die anderen Jugendmannschaften, dass wir Jugendliche festmachen. Ja, das heißt, fällt mir nur ein gerade, wenn ich unterbrechen darf. Ja. Du hast eben NLZ gesagt. Wie ist das bei Alemannia NLZ? Wird das nochmal wieder eröffnet? Wir sind dran. Ja? Also wir bauen immer weiter Strukturen auf. Nur muss halt im Moment gucken, wo geht das Geld hin? Auf die oder auf die Seite? Ja, und da müssen wir halt schauen, wir bauen auf im Hintergrund so, dass wir irgendwann sagen, auch hinten das Gelände, ESV-Gelände, wird ja komplett erschlossen. Auch so erschlossen, dass man halt dann in Zukunft die Plätze so hat, wie es beim NLZ vorgegeben ist. Ja, weil mit den Plätzen auf dem Parkdeck, da... Ja, da rufst du nur noch Schmunzeln und Kopfschütteln hervor. Ja, und wenn das alles da ist, dann werden wir diese Anträge fertig machen und irgendwann dann auch, wenn die Strukturen stehen. Ich denke, wir werden so dastehen, dass wir Struktur haben und danach wird dann das Ganze gemacht. Nicht, dass wir dann im Nachhinein noch und das noch umsetzen und das noch umsetzen, hauruckmäßig, sondern wir wollen das nach und nach aufbauen und das einmal vernünftig haben. Also das wird auch sein. Eine super interessante Sache ist, wir haben einen ganz engen Austausch und zukünftig auch im Kooperationsbereich mit Bayer Leverkusen, was glaube ich für, wenn man sich das anguckt, was die da machen und was die da tun und dass sie keine zweite Mannschaft haben und sonst was, kann das glaube ich sehr, sehr, sehr interessant sein für Alemannia Aachen und für Bayer Leverkusen. Ja, das ist immer wichtig, eine Partnerschaft muss von beiden Seiten gelebt werden. Ne, und, geben und nehmen. Ne? Genau, ne, das ist Erdal Schädig ganz weit vorne. In Belek wird, glaube ich, dieses Jahr viel, viel, viel müde Gesichter geben, ja, bei den Spielern, weil sie so viel trainieren. Das hat der Trainer schon angekündigt. Was gibt es noch für 2024? Ja, wir haben ein großes Ziel, klar. Ne, da hoffen wir, dass wir das erreichen können. Ja, es wird eine ganz schwierige Rückrunde werden. Allein schon, wenn man sieht, 5 Zweitvertretungen, gegen die wir spielen, bei Köln, Schalke und bei Paderborn auswärts, wird schwierig werden. Natürlich haben wir tolle Gegner hier am Tivoli. Wir hoffen, dass wir da ganz lange, ja, so weit in Schlagdistanz oben sind, dass wir am Ende unser Ziel erreichen können. Ansonsten, Alemannia Aachen, wir möchten Ruhe bei Alemannia Aachen haben, soweit das möglich ist. Wir möchten vernünftig, am liebsten frühzeitig für die nächste Saison planen. Wir werden viele, viele Sponsoren schon im Vorfeld, ja, stehen Gespräche an, ne, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, was ich etwas ganz Wichtiges finde, diese Langfristigkeit von Menschen, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Es wird in nicht allzu langer Zeit etwas zum Stadionnamen geben. Ja, da ist ein Deal, ja, den ich einfach top finde. Ja, mehr möchte ich dazu an dieser Stelle noch nicht sagen. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass es ja noch Probleme gibt. Nein. Also es gibt da ganz viele Ideen und ganz viele Sachen, die im Moment anstehen. Ich glaube, es gibt niemals Stillstand. Es geht immer weiter. Es geht, wenn ich überlege, mit wem ich heute alles telefoniert habe, obwohl die eigentlich im Urlaub sein sollten, dann ist es etwas, wo ich merke, ja, bei allen kribbelt es in den Fingern und da muss man schon mal auch sagen, immer, ruf mich nicht an, mach Urlaub und lass mich in Ruhe. Ne, und ja, wir sind im Moment sehr stolz auf das, was passiert, was im Umfeld passiert und wollen diesen Weg einfach weitergehen. Ich glaube, das ist der Wunsch, den alle haben und ich glaube, das ist halt das, was wir so für 2024 mitnehmen möchten. Führt man auch Gespräche mit Spielern schon, wo man sagt, da will man im Vorausblick schon gucken, dass die vielleicht nächste Saison auch mitgehen, die jetzt nur Vertrag haben bis Sommer? Oder wartet man da erst ab? Nein, also wir haben ja viele Jungs dabei, die
von uns den Vertrauensvorschuss bekommen haben, dass wir wissen, dass wir mit denen aufsteigen und dass die dann auch einen Vertrag für die dritte Liga haben. Da gibt es ja einige und Sascha hat sich jetzt erstmal verabschiedet für ein paar Tage mit der Familie in den wohlverdienten Urlaub und das sollte er auch machen und danach kann alles erzählt und geregelt und getan werden. Aber es gibt für alles einen guten Plan und es gibt für alles einen guten Ablauf und auch wenn manch einer immer denkt, es sind viele Stümper bei Alemannia am Werk, typisch Alemannia. Ne? Nein, es laufen in der Tat viele Sachen sehr geregelt und sehr gut und ja, ganz wichtig, es sind ganz viele Strukturen geschaffen worden, wo einfach, wer ist für was zuständig, wer darf was machen, wer spricht wen an, wenn was ist. Das ist eine ganz große Sache, die wir dieses im ersten Halbjahr gemacht haben. Ja, und ich glaube, wenn wir das alles in 2024 so umgesetzt bekommen, haben wir eine gute schwarz-gelbe Zukunft vor uns. Und ja, das hoffe ich doch. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich frage das Christkind auch nochmal, ob die uns weiterhelfen. Und ja, dann hoffen wir auf den großen Coup. Ich habe dich aber richtig verstanden bezüglich dieses Tattoos, was ja kommen sollte bei 8500. Du hast gesagt noch Gladbach und Oberhausen. Danach, wenn da nicht 8500 reicht, ist Schluss, dann sind wir raus, ne? Ja, ich sag mal so, es wird ja lächerlich, wenn wir immer weiter oben mitspielen, ne? Und für die letzten drei Spiele hören wir den Leuten eine Dauerkarte kaufen, weil sie Angst haben, nicht mehr ins Stadion zu kommen. Ja. Der Sinn einer Dauerkarte ist ja nicht, die zu kaufen, weil ich Angst habe, nicht mehr ins Stadion zu kommen, sondern den Verein zu unterstützen. Und irgendwann, ja klar, ich unterstütze auch bei den letzten drei, bevor jetzt wieder einer meckert, den Verein, aber das ist eine Vorschusslorbeere, sage ich einfach mal ganz doof. Und da sehe ich das so, dass wir das irgendwann einschränken sollten. Spätestens dann, wenn 8.498 Dauerkarten verkauft sind. Tut uns leid. Nein, ich glaube, wenn wir nur in die Nähe kommen, dann werde ich das mit einem Lachen und Weinen im Auge durchziehen und werde dich dann auch zwingen, da irgendwo noch mit unterzukommen. Also, dann musst du deiner Frau schon verkaufen. Ja, sie ist schon, also Feuer und Flamme. Schon damit, ja. Nein, also es ist ja, man muss ja ganz ehrlich sein, 7.000 oder 7.200 oder was, wo wir jetzt liegen, das ist ja schon, das ist so verrückt, dass wer damit gerechnet hätte, ja, letztes Jahr, als wir 5.000 gesagt haben, ja. Weißt du noch, was im ganzen Umfeld erzählt wurde. Das sind auch die, die dann gesagt haben, oh, wusste schon immer, dass wir das erreichen. Am Ende sagt man das ja immer, ne? Wusste ich immer schon. Ja, und nein, wir sind ja gerade oftmals auch sehr geplättet im positiven Sinne, was gerade im Umfeld passiert und ja. Aber ich meine, auch wenn wir es nicht erreichen, sollten wir tatsächlich aufsteigen. Also ich glaube, dann ist man zu allen Schandtaten bereit, glaube ich, oder? Ja, dann lassen wir noch die Stelle verlosen. Nein, ich glaube, ja, da brechen eh alle Dämme. Ne? Also ich glaube, wenn es absehbar ist, dass wir ganz oben dabei bleiben, wird es, glaube ich, sehr verrückt und sehr schön werden in Aachen und Umgebung in den nächsten Monaten. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Ich sage wirklich danke, danke. Und sorry für die technischen Probleme am Ende. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie muss ich eine neue Kamera kaufen anscheinend. Liebe Alemann, ganz, ganz tolle Weihnachtstage und vielen Dank für die Unterstützung. Und es bedeutet uns ganz, ganz, ganz viel, diese Unterstützung. Und ganz wichtig, wenn ihr uns irgendwo seht und wenn ihr irgendwas besprechen wollt und ist es im Edeka, ist es beim Bäcker oder beim Metzger, auch wenn ich da manchmal so ein bisschen schüchtern in der Ecke stehe, ja, sprecht uns an, wir freuen uns jedes Mal und wenn ihr Austauschbedarf habt, wir sind immer für alle da, sehr gerne sogar. In diesem Sinne, schöne Weihnachten und kommt gutes neues Jahr. Willst du noch was sagen? Genau, wir müssen nochmal nur ansetzen. Die Kamera ist schon ausgegangen. Ja, ne, ihr seht, ich muss dann eine neue Kamera wohl investieren.
Ja. Wer sich immer fragt, wen das Geld geht, was ich alles einnehme. Ne? Die Werbetafel, die musst du vergrößern, die bei deinen Kanalsponsoren. Ja, weil, genau, ne? Ich muss mir da was einfallen lassen. Und seitdem du gerade mit dem großen Sportwagen hier vorgefahren bist, denke ich mir, hey, dort geht es aber nicht. Ja, das ist nicht wahr. Ne, ich lasse beiseite. Nochmal zurück, vielleicht Abschluss nochmal Investoren, DFL. Ich weiß nicht genau, was jetzt gerade alles aufgenommen wurde, aber so der letzte Satz, der Tenor der Aussage. Du und deine marode Technik. Aber das ist krass, wenn man so im Redefluss ist, wie wenn man dann neu anfangen muss, wie man da raus ist. Das ist ja nur.